أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir machen heute Sohbet, und zwar von einem der ganz großen Gelehrten und einer der großen Sufis, von Imam Ghazali, und eines seiner Schriften, die er verfasst hat, heißt Der Weg der Diener zu Allah. So. Bismillahirrahmanirrahim. Lob gebührt Allah, den einzigen Besitzer aller Dinge. Was er macht, hat seinen Grund. Seine Gabe ist unerschöpflich. Er ist ohnesgleichens. Einziger Inhaber der Befehlsgewalt und Inhaber aller erfassender Barmherzigkeit. Er hat den Menschen in schönster Weise erschaffen. Er hat Himmel und Erde ohne Vorlagen mit seiner unerschöpflichen Kraft aus dem Nichts erschaffen. Er hat im Diesseits als auch im Jenseits die Geschehnisse bis ins kleinste Detail geplant. Er hat die Menschen und die Djinn nur für den Zweck erschaffen, ihn anzuerkennen und ihm zu dienen. Für diejenigen, die es wünschen, ist der Weg, der zu ihm führt, offen. Und die Beweise für seine Existenz, für ihre Augen, welche sehen, sind klar wie die Sonne am Himmel. Er kann seine Geschöpfe sowohl recht leiten als auch irreführen. Und diejenigen, die auf dem rechten Weg sind, kennt er am besten. Ehrerbietung und Gruß gebührt dem Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, und den Geschöpfen, die seinen erleuchteten Weg gehen. O meine Geschwister, Allah soll euch und mich mit seiner Zufriedenheit erfreuen. Du sollst verstehen, das Gebet ist die Frucht vom Wissen, der einzige Dienst im Leben und das Kapital von den Gottesfürchtigen. Die Frucht für diejenigen, die sich vom weltlichen Leben zurückziehen. Das Gebet ist für Menschen die Auszeichnung und von den Mutigen das Ziel. Das Gebet ist für die Guten eine unabkömmliche Angelegenheit und der Beruf der Aufrichtigen. Für diejenigen, deren inneren Augen offen sind, ist das Gebet ein unabkömmlicher Wunsch. Das Gebet ist der Weg zur Glückseligkeit und ins Paradies. Also in diesem ersten Abschnitt sagt uns Imam Ghazali, dass das Gebet die Frucht des Wissens ist. Das, was ich hier immer wieder betone, wie wichtig Wissen ist, dass wir uns Wissen aneignen. Ohne Wissen läuft einfach nichts. Denn wir sollen nicht aus irgendwelchen Traditionen oder wie Marionetten sein, sondern wir sollen aus Überzeugung etwas machen. Allah subhanallah möchte, dass wir überzeugte Muslime sind, die wo eine Basis haben, eine Grundlage. Und das ist unser Wissen, mit dem wir die Religion praktizieren. Und deshalb ist die Frucht des Wissens das, was unser Leben, unser Kapital ist, ist das Gebet. Und das Gebet ist die Auszeichnung des Menschen, der den Mut hat, diesen Ziel zu gehen, nämlich das Ziel, alles Wohlgefallen zu erreichen. Das Gebet ist eine unabkömmliche Angelegenheit. Also wer von Allah subhanahu überzeugt ist, der weiß, ohne Gebet geht gar nichts. Das Gebet steht an erster Stelle und ist das Auszeichnungsstück für uns Muslime, wo wir uns Allah subhanahu verbunden fühlen. Allah, der Erhabene, sagt, ich bin euer Herr, so dient mir. Weiter sagt Allah subhanallah, siehe, das ist euer Lohn für die guten Taten auf Erden. Eure Bemühungen werden anerkannt und belohnt. Jetzt wollen wir das Gebet, seinen Weg und seinen Ziel erläutern. Das Ziel des Gebetes zu erreichen, ist für diejenigen, die diesen Weg beschreiten, ihr ersehnlichster Wunsch. In diesem Moment sehen wir, dass der Weg des Gebetes sehr steil und sehr schwer zugänglich ist. Er ist mit sehr vielen Hürden und Prüfungen versehen, die man über sich ergehen lassen muss. Dieser Weg ist sehr lang und mit vielen Gefahren und Fallen ausgestattet. Also das Gebet zu verrichten, das Gebet zu machen, das sollte unser ersehnlichster Wunsch sein. Aber hier macht uns jetzt Imam Ghazali darauf aufmerksam, so sehr wir es uns eigentlich auch wünschen, weil wir Muslime sind, sollen wir uns gewiss sein, dass das Gebet auch mit sich Erschwernisse bringt. Nämlich, dass es auf dem Weg ist, wenn man auf dem Weg ist, das Gebet zu machen und auch einzuhalten, es sehr
Hindernisse, dass sehr viele Hindernisse auf den Weg kommen können, immer mit der Versuchung, uns vom Gebet wieder wegzubringen. Deshalb ist es mit sehr vielen Hürden und Prüfungen versehen. Mit Hürden auf dem Weg, dass Steine auf dem Weg liegen, statt zum Beispiel hierher zu kommen zum Sockbett, draußen Fußball weiterspielen oder draußen im Park rumzupfen oder mit dem Gebet in der Schule zu beten, an den Arbeitsplatz zu beten. Das sind alles Prüfungen, Hürden, die wo wir zu nehmen haben. Aber nur der, der wirklich den Drang hat, sein Gebet wirklich zu machen, aus Ehrfurcht zu Allah, aus Liebe zu Allah, für den sind die Sachen kein Hindernis. Aber trotzdem muss man einem bewusst sein, dass der Weg des Gebetes voller Gefahren ist und Fallen. Der Prophet also sagte einst, das Paradies ist hinter sehr viel ermüdenden, unterdrückenden Gebeten. Der Weg in die Hölle ist hinter dem Nefs und seinen tierischen Gelüsten. Also, das Paradies, wenn wir es erreicht haben, wer das Paradies erreicht hat und zurückblickt auf diese Welt, dann wird er sehen, das Gebet zu verrichten hat sehr viel Erschwernisse gehabt. Aber wenn man es eigentlich vom Herzen richtig macht und im Nachhinein das sieht, dann fällt einem auf, dass diese Erschwernisse, die einem als Erschwernisse erscheinen, doch eigentlich nur Prüfungen waren und keine Erschwernisse. Aber wenn man momentan mit dieser Situation in Konfrontation kommt, dann sieht man es als Erschwernis an. Ich bekomme jetzt einen Arbeitsplatz. Wie mache ich es mit meinen Gebeten? Kann ich beten? Wie sind die Leute in der Arbeit, mein Chef, die Zeit, die Pausen? Das ist erstmal die erste Prüfung, die Erschwernis, die ich habe. Aber wenn mein Wille ganz klar ist, ohne Gebet geht nichts, und ich gleich reinen Tisch mache, den Arbeitgeber sagt, Chef, wie sieht's aus? Ich bin ein praktizierender Moslem, die Gebete können vielleicht in die Arbeitszeit reinfallen, kann ich meine Pausen dem Gebet anpassen und das ganze Zeug? Und wenn wirklich vom aufrichtigen Herzen etwas sagt und wer sich bemüht, dem wird Allah immer einen Weg geben. Denn Allah hat uns etwas auferlegt. Und wie kann es sein, dass Allah uns Pflichten auferlegt, wo wir nicht erledigen können? Dann würde Allah mit uns spielen. Er würde es als Spielzeug benutzen. Und Allah sagt aber, ich habe euch nicht zum Spielen geschaffen, nicht zum Zeitvertreib. Wenn Allah wollte, hätte sie was Schöneres gemacht wie uns kleinen Ping-Pongs. Weiter sagt der Prophet, das Paradies ist hinter sehr ermüdeten und erdrückenden Gebete. Aber der Weg zur Hölle, den haben wir gerade gehabt, den zweiten wollte ich lesen, der Weg ins Paradies ist mühsam und erdrückend. Der Weg in der Hölle ist gerade und ohne Hindernis. Wir sehen, wie jetzt zum Beispiel da draußen einige rumhupfen, das ist für sie kein Hindernis. Keine Art von Prüfung eigentlich. Es ist sehr leicht. Der Nefs, oder vielmehr in dem Fall der Shaitan, er gibt Zufriedenheit, treibt ein bisschen Sport, das macht Spaß, das ist schön, das Wetter passt, es regnet heute nicht. Warum wollen wir die Zeit nicht nutzen zum Fußballspielen? Ist kein Hindernis dort, ist keine Mühseligkeit. Aber zu sagen, ich breche ab den Sport, ich komme zum Sockbett rein, ich gebe mich Allah hin, das ist eine Mühsal. Zu sagen, ich breche jetzt ab, was ich gerade lieb gewonnen habe, wo der Nefs mir noch eingibt, das ist es, das kannst du. Fußball ist dein Geschäft. Und da sage ich, stopp. Allahs Geschäft ist wichtiger, Allahs Geschäft ist besser. Der Weg im Gebet ist sehr schwierig. Und im Gegensatz dazu ist der Mensch ein schwach und bemitleidendes Geschöpf. Der Überlebenskampf ist schwer. Die Pflichten des Mu'mins nacheinander aufgereiht. Freizeit gibt es wenig. Viele Dinge sind zu tun, aber das Leben ist kurz. Gebete werden fehlerhaft ausgeführt. Und neben alledem ist Allah der Erhabene, der diese Taten bewertet, dem nichts verloren geht. Sehen wir? Wir Menschen sind zwar schwach geschaffen und Allah nimmt immer Rücksicht und vergibt uns immer wieder, wenn wir Töbe machen. Aber diese Schwachheit, wo uns alle geschaffen hat, soll nicht dazu verleiten zu sagen, ich bin zu schwach zum Beten. Ich kann nicht beten. Ich bringe es nicht zusammen. Das ist übertriebene Schwachheit. Das ist eine Liste des Shaitans. Wir sind ja schwach, wir sind sündhaft, wir haben einen Nefs, wir haben Einflüsse vom Shaitan. Darum kann ich nichts dafür, weil ich nicht die Kraft habe zu beten. Das ist aber nur eine Irreführung. Es ist wie ein Überlebenskampf. Ich bin im Meer drinnen und ich muss schauen, dass ich nach 300 Kilometern ein Ufer erreiche. Ich sage doch nicht einfach, weil das nächste Ufer 300 Kilometer weg ist, ach, bleibe ich einfach so, lass mich da blub blub. Ich kämpfe, ich ruder, ich paddle bis zur Ermüdung, bis zur Erschöpfung. Strampel ich mich ab im Wasser, dass ich 300 Kilometer Ufer erreiche. Da komme ich auch nicht auf die Idee und sage, hat keinen Sinn, ich schaffe doch nie 300 Kilometer zu schwimmen. Dann gebe ich einfach auf und lasse mich absinken. Da kämpfen wir, bis wir wirklich erschöpft sind, dass wir einschlafen, dass die Kräfte nachlassen und dass ich einfach blub 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 runtergehe. Aber beim Gebet, da muss ich das gar nicht aufnehmen.
Von vornherein erkennen wir, wir sind machtlos gegenüber unseren Nefs, wir sind machtlos gegenüber den Einflüssen des Shaitans.